Wir schauen zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Warnheim, jetzt zugeschaltet aus Moskau. Christoph, es gibt Meldungen, wonach Drohnen in der Umgebung von Moskau abgefangen wurden. Was sind die Hintergründe? Ja, es handelt sich dabei wohl um 4 ukrainische Drohnen, die hier im Moskauer Umland entweder abgeschossen wurden oder durch elektronische Kampfmittel zum Absturz gebracht wurden. Es gab wohl nur geringen Sachschaden und es sind wohl auch keine Menschen verletzt oder gar ums Leben gekommen. Die Hauptstädte haben sich an diese ukrainischen Drohnenangriffe mit der Zeit gewöhnt. Von daher keine Panik, keine Aufregung. Wir haben ja schon zum 3. Mai hin den ersten größeren Angriff hier erlebt auf Moskau, auf den Kreml mit 2 Drohnen. Dann am 30. Mai den bisher größten ukrainischen Drohnenangriff auf die Millionenmetropole. Aber all das Ganze ist bisher immer für die Russen glimpflich abgelaufen. Sachschaden, minimale Verletzungen bei Personen, keine Todesopfer. Und so ist es eben auch zu erklären, dass sich die Leute hier daran gewöhnt haben und eben nicht nervös oder panisch gar reagieren. Das Ganze wird sich natürlich ändern, sobald es den Ukrainern gelingt, eben effizienter hier die Hauptstadt anzugreifen. Und wenn dann auch die Sachschäden größer werden, steigt natürlich auch damit die Nervosität. Das kann man sich vorstellen. Aber noch ist das Ganze relativ überschaubar vom Schaden her, wenn man sich anguckt, was da bisher an Drohnenangriffen gelaufen ist von ukrainischer Seite auf Moskau. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.